That's what I'm talking about. Wait. Hi, bei der nächsten Ausgabe Sports Edition, die heutige Sportart Schach. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Ich trainiere das österreichische Frauennationalteam und leite in Österreich die Trainerausbildung für Schach. Ich wär bereit, wenn du bereit bist. Immer. Mein Vater hat mir Schach beigebracht. Das war ein guter Turnierschachspieler. Zu Hause ist immer ein Brett herumgestanden und wir haben täglich gespielt. Um zum Schachspielen anzufangen, braucht es nicht viel. Es braucht einfach die Liebe, die Freude und die Neugierde an diesem Spiel. Okay, ich sehe schon, das wäre jetzt eigentlich schon mit dem nächsten Zug dann nochmal Schach wahrscheinlich gefährlich, oder? Es wird schon eng für deinen König, ja. Jo, das war jetzt der dritte Zug, ja. Übrigens, vom Zug sprechen wir weiß und schwarz zusammen. Du hast jetzt einen Halbzug gemacht quasi und ich mache einen Halbzug. Jetzt wäre es ein ganzer Zug. Okay. Also an die erste Partie kann ich mich noch erinnern. Ich war natürlich irrsinnig aufgeregt und hatte das Glück, dass mein Gegner auch seine erste Schachpartie gespielt hat. Wir haben uns beide scheinbar ein bisschen gefürchtet vor der Situation. Die ist unentschieden ausgegangen. Dann bin ich aber sehr schnell in die Schachszene hineingekommen, habe viele Jugendschachturniere gespielt, viele Jugendbewerbe gewonnen und Schritt für Schritt bin ich dann in den Schachsport hineingewachsen. Auf was achte ich bei einem Zug, wenn ich jetzt einen Zug mache, wo ich geschlagen werden kann, wo ich was machen kann, wie überlege ich am besten oder denke ich? Ja, also eine gute Strategie ist, die Figuren auf Felder zu stellen, wo sie gedeckt sind. Okay, hier war sie gedeckt und hier? Ja. Ist es gleichwertig? Hier ist es gleichwertig, ja, weil die Stellung schon so schlecht ist, dass das keine Rolle mehr spielt, aber von der Idee gefällt es mir gut, dass er auf einem geschützten Feld steht. Das ist ein wichtiges allgemeines Prinzip. Jetzt kommt übrigens die Zeit, wo du nicht mehr gerne ziehst, weil jeder Zug Material verliert. Meinen Stil als Schachspieler würde ich bezeichnen, am Anfang relativ ruhig und positionell auf Sicherheit orientiert. Und wenn es dann ins Mittelspiel geht, liebe ich es sehr, die Initiative zu übernehmen. Aber jetzt nehme ich ihn weg. Mit Schachmatt. Schachmatt. Was sagst du, wie habe ich mich geschlagen? Also du hast dich auf jeden Fall C verteidigt, ja. In der Eröffnung ist es oft besser, wenn man ein bisschen aggressiver spielt. Du hast ein bisschen zurückhaltend gespielt, aber hat mir gut gefallen. Du weißt, wie die Figuren ziehen, du weißt, wie die Rochade funktioniert, du weißt, dass man Bauern ins Zentrum stellt. Du hast so ein, zwei Züge oft vorausgedacht. Mhm. Du hast auf die Ideen des Gegners geachtet, das ist schon fein. Also das ist etwas, wo man toll ansetzen kann. Wie viel trainiert man? Profis, die Richtung Weltspitze unterwegs sind, 6 bis 8 Stunden Schachtraining. Am Tag. Zusätzlich noch 2 Stunden körperliches Training, Fitness, Ausdauertraining in erster Linie. Ein Turnier dauert oft 9 Tage, das heißt, ich spiele 9 Tage hintereinander eine Partie und jede kann eventuell bis zu 5 Stunden dauern. Und das Gehirn kann nur dann wirklich Höchstleistungen bringen, wenn du auch körperlich voll fit bist. Gar nicht so einfach wie gedacht. Ich werde es jetzt aber trotzdem ausprobieren und das Training vom Harald perfekt umsetzen, hoffentlich. Im Spiel gegen die Dagmar. Schach in Österreich wird von sehr vielen Menschen gespielt. Viele kennen die Regeln, viele haben es in der Schule gelernt. In Vereinen sind ca. 10.000 Schachspieler gemeldet und organisiert in ca. 500 Vereinen. Schachmatt, gell? Damn it. Ja? Bei Schach begeistert mich, dass es so variantenreich ist. Ich kann sowohl als Anfänger rasch Fortschritte machen und kann als Spitzensportler aber trotzdem 6 bis 8 Stunden pro Tag täglich trainieren, ohne dass ich ans Ende komme. Wir spielen jetzt eine Runde Blitzschach, das heißt jeder 3 Minuten. Sobald ich hier drauf drücke, zählt bei ihr die Zeit weiter. Meine Gegnerin ist die Dorothea. Für mich ist Schach der perfekte Sport, weil Kinder gleichberechtigt mit Erwachsenen und Erwachsene gleichberechtigt mit Senioren am Brett sitzen und ihre Kräfte messen können. Es ist ein Wettkampf der Ideen. Eins zu eins würde ich sagen. Den österreichischen Schachsport in 10 Jahren sehe ich einen deutlichen Schritt weiter vorne, weil wir viele fantastische Jugendnachwuchsspieler haben. Und diese Nachwuchsspieler werden vom österreichischen Schachbund gezielt gefördert. Und insofern glaube ich, dass wir in 10 Jahren in den Top 15 der Welt sein werden. Was toll ist, denn es gibt 180 Länder, die organisiert Schach spielen.
solltet unbedingt Schach ausprobieren, weil es ein fantastischer Wettkampf der Ideen ist. Nirgendwo sonst kannst du so wunderbar von wirklich Kindesbeinen an bis ins hohe Seniorenalter hinein auf höchstem Niveau spielen. Was wir jetzt hier machen, wir haben schon gespielt, wir haben Blitzschach gespielt, wir haben ein bisschen was gelernt. Jetzt machen wir einen Feinmotorik-Test. René macht das Ganze mit mir, er erklärt einfach mal direkt, was ich da jetzt machen werde. Genau, die Aufgabe lautet, jedem Bauern ein Feld nach vorzuschieben, also A3, B3, C3, bis die Reihe fertig ist. Dann beginnt man wieder hier die nächste Reihe und das so lange, bis alle Bauern auf der gegnerischen Grundreihe stehen. Solltest du unter 20 Sekunden kommen, musst du sofort bei uns im Verein spielen. Ausgezeichnet. Auf die Plätze, fertig, los. Ausgehen. 2069, jawohl, gratuliere. Besten Dank. 20 war das Ziel, gell? Das war die Challenge, ja. Es ist wirklich interessant, dass das mit der Spielstärke auch korreliert. Also je stärker die Schachspieler, umso schneller können sie das. Zum Beispiel mein Sohn, sein Rekord ist knapp unter 14. Probiert es gerne mal aus und schreibt uns in die Kommentare, wie viele Sekunden ihr gebraucht habt. Ich habe jetzt lang wirklich und gegen gute Gegner Schach gespielt. Es ist ein bisschen wie Fahrradfahren zum Glück noch, dass man weiß, wie die Züge und so weiter sind, die Basics. Dann hat es aber auch schon schnell aufgehört und ich bin aus dem Denken nicht mehr rausgekommen. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung, herausfordernd. Definitiv anstrengend, ich würde auch sagen körperlich anstrengend, also wie es der Harald auch gesagt hat, wer körperlich fit ist, kann sicher besser und schneller denken. Teilt das Video bitte gerne und unterstützt uns so, schaut es euch öfters an, definitiv, und wenn euch irgendwelche Fragen noch einfallen, die ihr zu Schach habt, bitte schreibt sie uns einfach in die Kommentare, gerne auch per E-Mail oder sonst wo, wir holen die Antworten und probiert es auf jeden Fall aus. Besten Dank und bis bald.